Ah, hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Wizard, und heute spreche ich über die vier Theorien von Stephen Hawking zu anderen intelligenten Leben. Nehmen wir einfach einmal an, dass die Menschheit, obwohl es schon viel dämliche Sachen hervorbracht hat, dass eine intelligente Form des Lebens ist. Ich meine, ja, nehmen wir es einfach einmal an. Es gibt dümmere Menschen und intelligenter, aber das ist jetzt wurscht. Ich will gleich zur ersten Theorie gehen von Stephen Hawking. Und zwar, dass Intelligenz ein sehr zufälliger Prozess ist in der DNA, in der Genetik. Und dass zum Überleben Intelligenz eigentlich nicht notwendig ist. Wenn man zum Beispiel einen Zähler oder so mitnimmt. Es ist ein zufälliger Prozess, das ist eine Theorie. Es ist zufällig entstanden und das wird bedeuten, dass andere Lebensformen keine Intelligenz benötigen, um zu überleben in andere intelligente Wesen. Gibt es dann nicht mehr aus der Theorie. Okay? Aber es ist nur eine Theorie von vier. Auf jeden Fall gehen wir zur zweiten Theorie. Es ist möglich, dass sich intelligentes Leben entwickelt, aber durch einen Asteroiden ist nicht möglich gewesen, dass sich die Leben auf einem anderen Planeten entwickeln, dass die Entwicklung wieder zurückgehört hat durch einen Einschlag. Weil zum Beispiel vor ungefähr 66 Millionen Jahren ist ein Asteroid eingeschlagen, der alle Dinosaurier und Lebewesen in Größe eines Menschen getötet hat. Sind alle ausgestorben. Und es könnte sein, dass andere Planeten, weil es ist wahrscheinlicher, als normalerweise ist, wenn man schätzt ungefähr, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid in der Größe einschlägt, alle 20 Millionen Jahre. Und der das Glück hat, dass jetzt schon 66 Millionen Jahre nichts mehr eingeschlagen ist und dass sich so intelligentes Leben bei uns entwickelt hat. Und das könnte natürlich sein, dass sich dann auf anderen Planeten, die nicht so viel Glück gehabt haben, öfter ein Asteroid eingeschlagen worden ist. Und daher es nicht möglich gewesen ist, dass sich intelligentes Leben entwickeln hat können. Okay, das war Theorie Nummer 2. Theorie Nummer 3, die ist eine sehr pessimistische Theorie und eine Theorie, die der Stephen Hawking auch hoffentlich, er sagt, dass es hoffentlich nicht so ist, weil es eben eine pessimistische Theorie ist, und zwar, dass es intelligentes Leben gibt, aber dass sie sich immer wieder selbst zerstören. Weil die Menschen, die zerstören sich auch selber und irgendwann einmal zerstört sich das Leben selbst, ein Fehler im System und das Leben zerstört sich selbst. So wie es die Menschheit auch schon oft versucht hat. Ja, das war Theorie Nummer 3 und Theorie Nummer 4 in Stephen Hawking, seiner Lieblingstheorie, ist, dass das intelligente Wesen, das wahrscheinlich ist, dass es gibt im Universum intelligentes Wesen, aber das uns bisher übersehen hat, also nicht gefunden hat. Und das ist auch meine Lieblingstheorie, weil wir haben ja auch noch kein intelligentes, wir haben noch gar kein Leben gefunden und im Universum gibt es zu 100% anderes Leben. Ob es intelligent ist, ist wieder eine andere Frage, aber ich bin mir auch fast zu 100, meiner Meinung nach zu 100% sicher, dass es auch anderes intelligentes Leben im Universum gibt. Das Universum ist so groß, muss einfach sein, wenn man sich anschaut, wie viele Galaxien und alles Mögliche im Universum existieren und wie sich exponentiell, keine Ahnung, ich kann das Wort nicht. Auf jeden Fall, es breitet sich sehr aus. Also, es entsteht eigentlich immer die ganze Zeit Leben, glaube ich zumindest meiner Theorie. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler oder so. Auf jeden Fall, das waren die vier Theorien von Stephen Hawking. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Hm.
Ah ja, und wenn es wirklich intelligentes Leben gibt, anderes noch, dann ist auch bei der vierten Theorie noch dabei, dass einfach so weit entfernt ist, dass nicht einmal die Möglichkeit hätte, zu uns zu reisen. Weil das Milliarden Jahre dauern würde, wenn wir Lichtjahre entfernt sind einfach. Wenn sie noch näher wären und es wäre eine intelligente Lebensform, dann hätte sie uns ja schon besuchen können. Und der Stephen Hawking ist der Meinung, dass uns noch keine Aliens besucht haben, da das eher so wie in Independence Day ausschauen wird. Und ja, nicht einfach so heimlich. Da wird ein riesig fettes Schiff kommen. Ja, auf jeden Fall scheiß drauf. Das waren die vier Theorien von Stephen Hawking. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Das wäre super. Und das war's wieder mit Reset. Peace out.